Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Crew Wild Run. Und jetzt müssen wir erstmal die Reifen aufwärmen. Wir spielen zu viert fett. Ach, guter Burnout. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Zu viert? Ich zähle nur drei. Oder ist noch einer in der Lobby? Mein Bruder. Achso. Ich glaube, das war zu früh. Schubsen wir ihn mal. Da will er Windschatten, die Hure. Ja! Nein! Nein! LOL! Nein! Oh fuck! Nicht am Stücken! Oh Gott, Alter! Und Doc gewinnt! Nein, ich hab mich auch gedreht, weil ich mit euch kollidiert bin. Du bist aber Erster. Ja, aber ich krieg das Auto nicht unter Kontrolle. Ah, ich hab's doch gewonnen. Oh Gott, Alter! Wie ist der denn auf einmal ausgebrochen, ey? Richtig komisch. Du bist auf den Bordstein gekommen, der links war. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt gemacht habe. Doch, du bist knapp an den Laternen vorbei und auf dem Bordstein bist dadurch weggeklatscht. Oh. Hast dann, glaube ich, noch Cinnamon getroffen und dann habt ihr euch beide weggedreht. Nee, wir haben uns beide, ich hab mich selber weggedreht. Oh, Alter. Das war ein Krampf, ey. Gibt es nicht noch eine andere Strecke oder nur die? Nee, nur die. Scheiße. Oder vielleicht einen anderen Ort? Nee. Aber andere Position offensichtlich. Ich bin ganz rechts. Jawohl, perfekt. Jetzt geht's ab. LOL! Dieser Start immer, Alter. Hat The Crew beziehungsweise ich. Alter! Nein, LOL! Wo bin ich nicht? Einen eigenen Teil. Hä, wo lenkt denn das Auto hin, Alter? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Einen eigenen, so wie Steam oder Origin. Was? Ja, den musst du irgendwo downloaden. Achso, klar, ja, den musst du irgendwie. Dieses Fahrverhalten ergibt überhaupt keinen Sinn. Du fährst gerade und dein Auto springt nun mal einfach in irgendeine Richtung. Da ist nichts um dich rum, nur glatter Asphalt. Ich versteh's nicht. Das ist richtig komisch. Und wenn du dann irgendwo gegenprallst, dann dreht sich das Auto ganz seltsam. Kannst du gleich auf PC runterladen. Ja, das klingt doch mal so, als wenn man das braucht. Also ich muss sagen, dieses Fahrverhalten, das erinnert mich sehr stark an das richtig alte Underground-Driftverhalten, wo du quasi nur um so eine Achse driftest. Fuck! Und nicht über die Strecke. Ja, Alter, voll abgeschissen, ey. Wie startest du denn immer, Alter? Ja, sag doch mal. Wenn das Lämpchen grün leuchtet, musst du Gas geben. Das grüne dieser Lämpchen? Tipp. Ja. Und du gehst quasi von Drehzahl 0 auf Vollgas. Ja. Okay, ich guck mir das an. Und dann, wenn es grün leuchtet, bam, Gas und dann schalten. Wenn er im grünen Bereich ist, natürlich. Bist du schneller gewesen? Weiß ich nicht, wie viel habe ich denn drauf gehabt? 554, glaube ich, ist das schnellste. Andy hatte von 560. Ja, mit Windschatten. Ich hatte keinen Windschatten. Aber dafür ein Bombenstart. Ja. Ich muss den Scheiß erstmal aufholen. Haben wir noch einen? Ne, das war der dritte, ne? Ja. Oh, doch gewonnen. Oh und Gott, meine Lackierung sieht auch geil aus, ey. Hey, Bronze. Oh, plus 0, lol. Plus 4, jawoll. Nochmal. Also wirklich, also nichts an Gas geben, wenn grün kommt, boom. Vollgas, bam. Und dann sofort den grünen Dingsbums, den Pinsel oben treffen, ne? Dann musst du den Pinsel treffen, richtig. Lol. Dann bist du gerade voll abgehoben, Andy. Ja, irgendwas war da, irgendwas mit Funken. Hat damit nichts zu tun. Boah, ganz außen. Nein! Perfekt, fast perfekt. Alter, wie geht dir denn ab, Alter? Wieso ist das denn nicht bei mir so? Schlechtes Timing. Würde ich mal spontan einfach tippen. Ja, alles klar. Ich guck jetzt die ganze Zeit auf den Rücken. Ja! Oh, ich wollte so cool zwischen euch fahren, aber Doc war im Weg, ey. Fuck, ey.
Oh. Damit, du kommst durch den Wischatten so krass ran, Alter. Das ist übel, ey. Und Doc ist einfach nur weggeflogen. Ja, ihr fahrt links und rechts von mir vorbei, mein Auto liegt auf der Seite. Das ist totaler Quatsch. 571, Alter. Leck mich fett, ey. Und du bist nur so schlecht geschaltet, Alter. Was bist du denn für ein Bob, ey? Aber ihr gebt wirklich nicht Gas und gebt vor einfach nur bei grün, bam, kurz davor oder so. Ich glaube, das ist egal. Du musst einfach nur irgendwie das richtige Timing haben, sobald grünes Gas geben. Alter, ist egal, ob du schon auf dem Gas bist oder nicht. Hier. Ich hab. Alter, nee, das kann nicht sein, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Abfahrt. LOL, Doc hat mich so mitgenommen, Alter. Ich hab mit Absicht drüber gelenkt. Oh Mann, ey. Ich hätte euch so genatzt, Mann. Außer. Fuck, ey. Jetzt trotzdem fahren sich die Autos unheimlich komisch. Ja, total instabil, klar. Aber nein, das Fahrverhalten ergibt überhaupt keinen Sinn, wie die wegschleudern. Als wenn das Auto nicht auf diesen Rädern rollt, sondern einfach auf irgendeine Schiene fährt. Okay. Und wenn du dann irgendwie einen schlechten Punkt erwischst, dann rutschst du einfach in eine andere Schiene. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, ist schwer zu beschreiben. Ich finde, es fährt sich scheiße. Ich find's cool. Ja, hat was, ey. Oh Scheiße, ich hab vergessen, meine Räder aufzuwärmen. Nein, fuck! Ich nicht dabei raus, fuck, Alter. Oh, Leute. Ich hab einen richtig schlechten Start am Ende. Ja, was soll ich denn sagen, Alter? Möchte ich gar nicht sagen, ich glaub, Doc gewinnt. Ja, bei mir lief alles ganz gut. Oh mein Gott, ich hör schon was anbrausen von dem. LOL. Die Bushalter haben mich aufgehalten. Scheiße, ich glaub doch gewinnt. Wo noch geht's denn eigentlich, wie was gewinnt? Durchschnittszeit, schnellste Zeit oder? Die schnellste Zeit, aber du hast glaube ich am problemlosesten den ganzen Shit da überlebt. Ja, erste. Ich glaub, war eine 23er Zeit. 24,4. 584, lol. Lol, Alter, 584. Ich war am Begrenzer. Ja, irgendeiner von, entweder du oder Wrecker hat mich gerammt. Ah, ich war, ach so, Alter, da hab ich ja gegen die Bushalte geknallt. Alter, 13 km schneller als meine vom letzten Rennen. Jesus, ey. Die 600 schaffen wir auch noch, oder, irgendwann? Jawohl, Sieg. Ja, yeah, also wenn wir die Karre noch tunen, die können wir ja tunen. Ja, Getriebe Stufe 44 und plus 6, plus 4, cool. Aber ach, das mit dem Start, Alter, das ralle ich einfach nicht. Du machst die Reifen warm, du hast dann die vier Bällchen in der Mitte, diese leuchten. Weiß, weiß, weiß und dann grün. Und wenn grün kommt, gibst du einfach Vollgas. Weil ihr springt so nach vorne, Alter. Ich weiß nicht, ja, warum. Da müssen die Reifen perfekt warm sein. Ja, die Reifen, du musst die Reifen gut oder perfekt haben beim Aufwärmen. Dann machst du diesen Wheelie. Dann zieht er richtig ab. Aber wartet ihr wirklich, bis er wirklich aufploppt oder schon ein bisschen vorher? Bis er aufploppt. Ansonsten ist es ja Vollgas und du startest total schlecht. So ein Dreck, Alter. Okay, perfekt. Ja, schlechter Burnout. Ah, verdammt, bin ich scheiße geschaltet. Trotzdem seid ihr viel, viel besser gestartet als ich. Vielleicht liegt es auch einfach an der Karre. Ja, wie ist denn, wenn jetzt mal wegzieht? Irgendwas Lautes kommt von hinten. Muss irgendwie sein. Nice. Ja, das macht richtig Laune, Alter. Ich habe echt selten so viel Spaß gehabt bei einem Rennspiel, muss ich sagen. Der Windschatten ist so OP. Das ist total abgefahren, Mann. Normalerweise sind Drag-Rennen doch auf getrennten Strecken, dass jeder nur durchfährt, ohne naja. Windschatten. Das wäre geil. Deshalb ist das ein bisschen blöd. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwann. Also, wenn hier, du kannst wahrscheinlich auch später Kollision ausmachen. Da kannst du richtig tricksen. Du kannst dich zurückfallen lassen und solche Geschichten habe ich auch immer gemacht.
Weißt du, 6 Minuten lang hinterherfahren und dann den Moment ausnutzen. Ja, fahr mir drauf, ist richtig. Ja, und dir noch, passiert gar nichts. Da, da war noch 3 Meter Luft dazwischen, ne? Ey, du hast mich voll von der Straße geprügelt. Ja, voll. Fuck! Ja, voll! Alter, war das knapp! Aber ich hab, bei mir war zwischen Doc und meinem Auto war noch mega viel Luft, Alter. Aber ich gemerkt, wie ich dann nach links weggeflogen bin. Aber das ist es, gleich der Delay. 91.000 Slay. Perfekt! 585. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich an der Karre. Dass sie nicht so gut vom Fleck kommt. Alter, wie ihr da abgeht, Alter. Ja, wieso zieht mein Auto nach rechts? Ich fahr links. Ich fahr geradeaus und zieh leicht nach links und das Auto fährt nach rechts. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Hört sich glatt so an, als wenn Doc wieder Grid Autosport spielen möchte. Also, sorry, aber was dieses Fahrverhalten in dem Spiel angeht, ist echt beschissen. Das Driften ist für'n Arsch, das hier ist für'n Arsch. Jetzt bin ich einen Baum seitlich reingefahren und bin über den Baum rübergeflogen. Alles klar. Nee, das ist nicht mein Spiel. 570, das, was diesem Spiel echt fehlt, ist ein bisschen mehr Realismus. Das ist so meine Meinung bei Need for Speed. Einen machen wir noch. Verschiedene Spielmodi schön und gut, aber. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Tuning ist auch cool hier so mit optisch und so weiter. Kann man nichts sagen. Grafisch ist es auch sehr gut. Gefällt mir, aber. Fahrverhalten ist unterste Schublade. Echt. Ich bin keine EP, das ist ja langweilig. Mensch, einen halben Gigabyte habe ich schon geschafft. Der Wahnsinn. Nur noch 4-5 Wochen und dann hast du einen ganzen Gigabyte. Ja, er läuft die ganze Zeit mit 1,6 MB. Das ist Maximum. Wow. Holy moly. Die Audi, Andys Auto immer so einen Satz macht mit dem Ding. Als wäre noch mal so ein bisschen Blähung. So. Blub. Blub. Verdauung. Was? Guter Start, Alter. Feg deine Mutter, Alter. Mein Bruder kommt überhaupt nicht aus dem Arsch, Alter. Ja, Auto lenken. Ja, wuhe. Scheiße, das war nix. Man kann auch einen perfekten Start hinlegen. Aber dann den nächsten Gang rechtzeitig reinzuhauen, das ist schwer. Wenn du es nicht machst, dann schaltet er ja von alleine. Dann kriegst du die Quote schlecht. Also ihr gebt erstmal Gas und oder gleichzeitig auch noch Gang hochschalten. Ich gebe leicht Gas und guck dann, dass die Drehzahl nicht gleich am Begrenzer ist und dann schalte selber dann rechtzeitig. Oder liegt es einfach daran, dass ich einfach mit einem Hardcore-Modus spiele? Von auch so. Oder du einfach schlecht bist. Das will ich so nicht stehen lassen. Doc, wir kriegen dich! Wir haben deinen Windschatten! Aber ich hatte noch Nitro. 560 ist das Maximum bei mir jetzt. Ja, du dreckiger Hund, Alter! Ja. Ich fliege, Alter, lol! Ich bin auf dem Dach gelandet. Wie das aussah, Alter. Einer von rechts nach links, einer von links nach rechts. Du mieses Schwein, Alter. Alter, das sah so episch aus von meiner Sicht. Einer von rechts nach links und links nach rechts, Alter. Mega geil. Ich hatte nur ein Ziel. Irgendwen aufhalten, der hinter mir fährt. Hat geklappt. Aber wieso schaffst du immer so viel, Andy? Ja, Timing, ne? Ach, im Mitch hat ein Nitro geben, ne?
Ja, nee, du musst halt, ne? Timing ist halt, das ist ja unterschiedlich bei deiner Karre auch. Kann ich nicht sagen, also, pff. Ich mache jetzt nichts Besonderes irgendwie. Oh, schlechter Start. Also besser starten als jetzt geht nicht. Ich glaube, Docs Auto ist einfach nur besser. Ne, ich leg was immer einen perfekten Start hin. Hab ich gerade auch. Ja, ramm mich mal wieder. Nee, das hat, ran ohne Witz, ich war 10 Meter vor dir. Ja, deswegen habe ich auch mit mal einfach nur nach rechts gehauen, weil ich von ihm getroffen wurde. Ernsthaft, das habe ich wirklich, ich hab's in der Aufnahme. Das bringt nichts, jetzt das irgendwie zu lügen. Ja, ich lüge nicht, wenn du mir hinten rauf fährst und das Auto verbeult ist, dann bist du mir hinten rauf gefahren. Was ist los, Alter? Das Spiel kommt einfach nur nicht mit diesen Geschwindigkeiten klar. Das ist einfach nur total dämlich, ist das? Hey! Also irgendwie habe ich das Ziel nicht getriggert, oder? Oder bin ich einfach nur falsch gefahren, Alter? Jetzt ernsthaft? Na, Verbindungsproblem. Alter, was mache ich denn da? Bin ich echt falsch gefahren? Nein, das geht doch gar nicht. Nee, doch, siehst du? Ich wollte gerade sagen, Alter. Mal allein wie das Auto bei aus dem Stand rollt. Das ist total unrealistisch, das Fahrverhalten. Das ist nicht, als wenn es über die Räder rollt, sondern irgendwo einen mittleren Punkt über das, vom Auto und da in die Richtung rollt es dann einfach, wo der Punkt hinzeigt. Deswegen, das hat nichts mit Autofahren zu tun hier. 493. Alter, wie hast du das? Achso, ich wollte gerade sagen. Nee, gibt da noch die 500. Ich glaube, einen machen wir noch, oder? Oder? Nee. Was? Ich bin Dritter? Reicht auch. Nee, ich meinte noch, dass wir jetzt noch einen in dieser Runde machen, aber das war ja schon. Oh, plus 4, was geht ab, Mann? Ausstatten. Gut, dann bedanken wir fürs Zuschauen. Doc ist irgendwie pisst. Nee, ich finde dieses Fahrverhalten einfach scheiße. Das war aber schon beim ersten The Crew so, dass mir das nicht zugesagt hat. Ja, darüber kann man wirklich diskutieren, weil das ist ein bisschen merkwürdig. Alles klar, aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, Cinnamon hat noch Bock, oder? Jo. Also insgesamt auf das Game. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen zusammen drehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schalke wird auch noch dazu stoßen, wenn er nicht auch so schnell abgefuckt ist wie Doc. Ja, mal bis schauen, dann. Ne? Haut rein.